So, ahoi meine Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia, die komplette Reise mit Entwicklerkommentar. Ja, in der letzten Folge haben wir aus dem Obsthändler irgendwie eine Obsthändlerin gemacht. Alles klar bei dir? Wie du meinst. Hauptsache du fährst nicht. So, wir brauchen noch 8-Bit-Burger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Warte mal, was hatten wir hier? Pilzplörre, Hormonplörre, Haarwuchsplörre. Haarwuchsmittel haben wir ja hier, oder? Ich glaube, das war die Muttermilch. So, los, dann machen wir da hier wieder Plörre rein. Dann mach mal die Muttermilch in die Plörre. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Ja, Rufus, ist für ihn, ne? Nachschub. Na, endlich. Oh, oh. Hä? Was soll das denn sein? Ist das etwa dieses Haarwuchszeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Spediteur, der freut sich. Oh. Ich habe auch so schon genug mit meinen Nasenhaaren zu kämpfen. Ups, naja, dann kriegst du das. Nachschub. Na endlich. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtig Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Nein, ah, scheiße. Das ist der Hinweis Donkey Kong, jawohl. So, und den Klempner, ja, der will diese Pilzbrühe haben. Geht das vielleicht mit dem Suppenrest? Denn jetzt damit das hier jetzt noch reinmachen, das macht er nicht. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Wir versuchen mal. Geht da das? Ist schon genug Alkohol in der Suppe. Opa Boso weiß eben, was gut schmeckt. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Und oder stehlen. Ja, wir müssen dann wohl nochmal zurück in den Pilzraum hier. Irgendwie müssen wir einen Pilz pflücken, oder? Wollen wir erstmal gucken, ob die Kinder noch da sind? Ja, hier ist alles gut. Aber wie kann ich denn jetzt hier einen Pilz nehmen? Mit der Werbung? Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Oder können wir das jetzt so benutzen? Na, das sieht mir doch genau... Ich dachte, es kommt der gleiche Satz wieder. Aua! Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Du blöde Olle, lach doch nicht immer so dreckig. Ich habe das Gefühl, das ist der falsche Weg. Wir kommen so noch nicht. Na, das sieht mir doch genau... Ja. Aua! Naja, los, wir probieren den letzten auch noch. Na, das sieht mir... Blöde Oma. Aua. Ja. Zeig mal ihn hier. Hat er hier noch irgendwas? Er hat bloß eine Babybose dabei, ne? Ach, wie süß. Wie kriegen wir jetzt hier so einen Pilz gepflückt?
Wie können wir so einen Pilz... Wir haben ja noch Suppenrest. Vielleicht können wir den großen Pilz... Eine deftige Pilzsuppe? Ja. Warum nicht? Nee. Die kannst du auch nicht wegklicken, die Blöcke. Eine deftige Pilzsuppe? Warum nicht? Das sind genau die gleichen Animationen. Da passiert gar nichts. Aua! Aber ich hab jetzt... Hä? Ich versteh's nicht. Suppenrest. Ich brauche irgendwo so einen scheiß Pilz her. Hast du noch mal einen Pilz für mich? Klopf, klopf. Macht nicht mehr auf. Er weiß, wozu es gut ist. Der versteht nur Irisch. Warte mal, vielleicht kann ich dir mal die... Mit solchen Typen kann man nicht wie kennen, nur... Ja, Irisch. Irisch. Mit solchen Typen... Oh, Entschuldigung. Irisch. Nein. Ich sollte hier nicht mit irgendwelchen Friedensangeboten den Eindruck erwecken, ich würde von meinem Standpunkt abrücken. Sonst lernt sie ja nichts aus ihren Fehlern. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Hä? Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Ja. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Oh. Ah. Leute, Alter, ist es... Boah, nein. No. Scheiße. Ich mach die Augen zu, ich das so... Ich will da nicht gucken. Nein, nein. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Ist das widerlich. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Oh, ist das bar, ist das bäh. Nein, boah, ist das... Boah, ist das einfach nur bäh. Hier, dein Bier. Nachschub. Na, endlich. Hey, Moment mal, was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Steh dich doch mal um. Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Oh, das ist gut. Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Oh, oh. Bling! Schön. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Oh nein. Ach du liebe Zeit. was ist jetzt?
Aua! Errungenschaft freigeschalten, Cameo. Ja, hatte wohl Donkey Kong hier ein Cameo-Auftritt. Ist das geil! Scheiße, ist das gut. Aua. Oh, mir tut der Bauch weh, ey. Das ist so gut. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben ja jetzt 6 Taler gesammelt. Gib mir mal die Nukleinsäure. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Lotti und sie gehört dir. Aber ich hab doch hier... Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Ja, wir haben die 3 Bilder. Die können wir ja hier ihm schon mal geben. So, aber warum? Ich hab doch hier jetzt 6 Lotti, oder nicht? Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Lotti und sie gehört dir. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Such dir einfach einen leeren Krug und bedien dich selbst. Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Okay, so, wir müssen die Nukleinsäure zurück... Aber warum? Ich durfte das doch anschreiben lassen. Wir haben doch hier so eine Kreditgeschichte gemacht. Barkeeper. Ich kannte mal einen Gnu. Das sah besser aus als du. Oh. Egal. So, wir wechseln kurz mal auf ihn hier. Guck mal hier, fällt mir jetzt gerade auf hier. Das Kinderbett sieht fast so aus wie das Monster unten. So, jetzt nochmal. Hier, los, Boso. Sag mir mal was zu diesem Abdruck hier. Hey, Boso! Zu dem Tier. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Okay. Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. So, ich nehme mir mal kurz was zu schreiben. Also das Tier, da sagt er, das ist furchtbar. Nicht, dass ich das nachher brauche und dann stehe ich wieder da und habe mir das nicht gemerkt. So, dann haben wir das Heldenfoto. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ah! Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Okay. Und dann haben wir das Elysium-Bild. Hey, Boso. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn! Das ist Elysium! Das Sinnbild der Hoffnung! Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen! Bling, 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 bling! So, wir haben wieder ein bisschen grüne Haken gesammelt! So, das heißt, wir können jetzt Therapie, bla bla bla, Psychopharmaka für Boso besorgen. Das machen wir jetzt! So, das heißt, hier raus, hier raus, hier raus. Teigtaschengut. Ach, und sie hat ihn so lieb. Zum Strickladen, zur Therapiepraxis. So, jetzt können wir mit ihm noch reden. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Genau. Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, das ist Elysium. Was erkennen Sie auf diesem Bild hier?
Elysium stürzt auf Deponia. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, ja, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Ja. Was erkennen Sie hierauf? Das ist dieses Pelztier. Das Pelztier war, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so dekotiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Ja. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Genau. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Alter, jetzt, bitte was? Ach ja. Oh weh, oh weh. Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Nehmen Sie sich einfach, was Sie wollen, bis du... Alter. So, wir haben, ja. Ja, ist klar. So, was haben wir denn da schön? Brechmittel? Antidepressiva. Ich habe schon eine Ahnung, wofür wir die Brechmittel brauchen. Brauchen wir bestimmt nachher fürs Monster, weil der doch aus Versehen die Kinder gefressen hat. Hier ist nämlich noch ein bisschen Platz. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier die Psychopharmaka für Bose. Bose von seiner Depression kurieren. Ja, wie viel Zeit haben wir? Ah, wir haben noch Zeit. Das schaffen wir noch in dieser Folge. So, dann mal los. Hier lang. Hier lang. Hier lang. So, Bozo. Ach, schön, mit einem Smiley drauf. Wie süß. Hey, Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Da komm schon. Ein für Mama, Bozo. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Aha, so, wo ist der Teller Suppe? Den hat der andere noch. Hier. Gib mal bitte den Teller Suppe an diesen hier. Teller Suppe und Antidepressiva. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist nein. Sicher. Nein. Ach, Rufus. Das gibt es doch nicht. Baby Bozo hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Bozo drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Scheiße, nein. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Nein. Nicht im Mantel, hörst du? Nein! Ey, was ist das für ein krankes Spiel, ey? Was machen wir jetzt mit ihm? Nein! Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst!
Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Errungenschaft! Willkommen zurück, Boso! Ja, verdammt! Sieht so aus, was? Oh. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann! Was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Bling. Ja, eigenartig. Na gut. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Für heute vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.